Was geht, Alter? Also, was war der Film hier? Habt ihr das mitbekommen, diese ganze Loredana oder Boykott Loredana Hashtag-Geschichte? Was denkt ihr, wieso das jetzt auf einmal kommt? Ist das wirklich wegen dem neuen Track? Polite, sie schreibt, Loredana mit ihrem Bruder ein altes Ehepaar, Betrogen, Trickbetrügerei, dies, das. Also ich weiß das, diese Petra-Story, ich habe es gelesen, ich kenne das, ist schon ein paar Monate her. Warum ist jetzt gerade der Hashtag wieder am Start? Ist das wegen dem Song oder ist es, weil irgendwie ist gestern oder heute irgendwie so ein Interview rausgekommen von dieser Dame Petra, die angeblich beschuldigt, ich muss angeblich sagen, ne, ihr wisst rechtlich, es ist noch nicht vor Gericht gewesen, da ist auch noch niemand verurteilt worden. Also angeblich beschuldigt sie ja Loredana und so weiter. Jetzt hat sie ein Interview gemacht, dass sie jetzt so broke wäre, dass sie ihre verstorbene Mutter nicht beerdigen kann und die Beerdigungskosten nicht decken kann und so weiter. Das wird, glaube ich, der Ausschlag sein für diese ganze Hashtag-Boykott und so weiter. Das jetzt mal zu der Story soweit. Das ist klar, das ist ja klar, das versteht man, verstehen wir alle. Jetzt ist die Sache, ich habe auf Twitter gelesen, dass viele Journalisten oder einige Leute aus der Szene geschrieben haben, irgendwie komisch. Loredana hat diese Geschichte gemacht, also ne, angeblich diese Geschichte durchgezogen mit ihren Brüdern oder mit irgendwelchen Partnern. Und die haben eine Frau geschädigt, Trickbetrüg, dies, das. Sie bekommt jetzt mies Hashtag, mies in den Trends und kriegt total den Hate ab. Ist es aber nicht. Bei Männern, also bei diesen ganzen Leuten, die sich da geäußert haben, ging es darum, ist es das, weil Loredana eine Frau ist? Ist es nicht so, dass bei voll vielen Rappern in der Szene, die auch alle, viele davon viel Scheiße gebaut haben, und sogar noch, dass das eigentlich der Grund ist, dass die Erfolg haben, weil die über die Scheiße, die sie gebaut haben, rappen und so weiter. Warum ist das bei denen kein Boykott-Hashtag? Was denkt ihr? Also plötzlich schreibe ich, ich finde das schon echt sehr krass. Mir geht es nicht um Loredana, sondern um die Opfer, aber sowas ist mies. Nur wenn man hier Auge macht, muss man bei vielen anderen das auch machen. Was ist mit Ratter? Ich finde weniger schlimm, weil keine Privatperson betroffen war, aber generell gibt ja viele mit Flecken auf der Weste, Jesus, Sinan und so schreibt. Okay. Boah, hier schreiben ein paar auf jeden Fall harte Strafen, die fordern. Und ich glaube, ja, ist nicht einfach. Also, zum Beispiel Jupp Nock schreibt, Goldraub oder altes Ehepaar beklauen sind zwei Paar Schuhe. Finde ich schwierig. Lass uns reden. Also Young Buck schrieb, er denkt, dass es bei Loredana gerade so schlimm ist, weil es dazu ein Gesicht gibt. Das ist auch meine Theorie. Ich denke einfach, die Leute bestrafen sie jetzt oder haten sie jetzt extremer als bei anderen, weil es diese Dame sozusagen, die hat einen Namen, die gibt Interviews, man kann sich sehr gut mit ihr identifizieren, man kann sich vorstellen, ey, stell dir vor, das wäre meine Mutter. Also oft wird ihr Oma gesagt, aber ich glaube, so alt ist sie nicht. Also das jetzt nur zur Faktenlage, jetzt gar nicht jetzt irgendwie. Ich will das jetzt nicht noch emotionalisieren oder so, aber ihre Mutter ist ja gerade gestorben. Ich glaube, so alt ist die Dame jetzt nicht. Also sie ist jetzt nicht irgendwie geistig, also wie sagt man, die ist jetzt nicht dement oder so. Aber es ist halt eine ältere Frau, genau. Jetzt die Sache so, es ist ein Betrugsfall hier, also ne, angeblicher Betrugsfall. Die Dame wirft Loredana einiges vor, bla bla bla. Ich frage mich sowieso immer noch, warum das mit dem Gericht noch so lange dauert. Alles gut. Auf der einen Seite schreiben hier viele, ey, Loredana hat doch so viel Geld, die könnt ihr das doch einfach geben. Ja gut, dafür muss erstmal bewiesen werden, was Sache ist. Ich weiß es nicht, steckt da nicht drin. Wenn ihr ehrlich seid, ihr wisst es auch nicht. Also sie hat sich ja irgendwie noch nicht richtig geäußert und so weiter. Ich glaube, bei den Rappern ist das so. Erstmal, wenn viele Rapper sagen, ja, ich habe Drogen verkauft und so, dann ist das so eine sehr generische Aussage. So, es gibt keine Gesichter dazu. Man hat das Gefühl, das ist eine coole kriminelle Sache. So wie bei Xatar zum Beispiel, diese Goldraubsache. Es ist irgendwie so, das hat was Cooles. Oder ist doch, können wir da ehrlich sein? Ein Beispiel, kennt ihr Wolf of Wall Street? Der kam jetzt auf Netflix auch wieder. Ihr kennt den Film Safe. Da ist ja so. Typ ist cool, der wird gespielt von einem Superstar, so Leonardo DiCaprio. Wir fühlen den. Ich habe den Film auch schon, ich bin ehrlich, ich habe den Film schon auch so zwei, dreimal geguckt. Das hat sehr witzig gemacht, entertaining und so weiter. Das Ding ist halt, ich habe mir mal ein Interview angeguckt, das könnt ihr euch auch mal geben, mit dem echten Wolf of Wall Street. Der echte Typ, der hat im Knast gesessen, ein paar Jahre, hat dafür auch sozusagen gebüßt. Aber dann haben die in diesem Interview auch Leute interviewt, alte Menschen, die er abgezogen hat, sozusagen, mit seinen Fonds, mit seinen Aktiengeschäften, mit dem ganzen Fake-Business, was er gemacht hat. So. Und da waren Leute, die haben ihre ganze Ersparnisse da rein investiert und die waren da im Interview. So. Im Endeffekt, deswegen, ich verstehe, einige Leute schreiben jetzt hier, ja, aber Goldraub, das ist irgendwie was anderes und das hat jetzt nicht keine Leute geschädigt. Was ist denn jetzt zum Beispiel mit dem Wolf-Geschichte, Wolf of Wall Street? Der hat ja Aktien nur gemacht und hat ja auch niemanden direkt geschadet, in Anführungszeichen. Jetzt ist die Sache so, also, wann fängt das denn an mit Schaden? Also, was ich damit sagen will, also, vielleicht versteht ihr einfach meinen Punkt. Es geht einfach darum, natürlich gibt es Opfer. Nur wir haben halt irgendwie über die Medien
und über Filme gelernt oder sind sozialisiert, dass Goldraub eine coole Sache ist. Durch Pablo Escobar und Scarface-Filme haben wir gelernt, Drogendealer sind die Endlevel-Coolen-Säue mit Pool, Vibers, Ferrari und so. Und auch Wolf of Wall Street, wie gesagt, warum machen wir da Unterschiede? Also ich will überhaupt nicht sagen, na, ist klar, was sie gemacht hat, ist irgendwie cool oder ist irgendwie nicht cool oder was auch immer. Ich will nur verstehen, warum wird jetzt so ein Aufriss gemacht, wo ich eigentlich schon seit Jahren denke, eigentlich in der Hip-Hop-Szene müsste schon hier und da auch Aufriss gemacht werden bei den männlichen Kollegen. Ist das so ein Thema, Frauen- und Mann-Ding, oder ist das einfach so ein Thema, die Sache an sich so, weil man damit mehr identifizieren kann, sich selber identifizieren? Das, denke ich, ist sehr naheliegend. Duglet sagt etwas Richtiges. Der Sakratar wurde ja bereits bestraft. Das ist auch bei Sinan so. Viele schreiben, ja, Sinan hat auch das und das. Ja, sehr richtig. Ich bin auch 0,0 damit irgendwie zufrieden. Damit einverstanden gewesen, was er gemacht hat oder so. Wir haben uns auch gestritten oft und wir haben auch Diskussionen gehabt und so. Ist klar. Aber er wurde dafür, ja, das wisst ihr ja, auch bestraft. Hat ja gesessen dafür. Und an irgendeinem Punkt muss man ja auch sagen, gut, wir sind eine Gesellschaft, wir haben Regeln miteinander, wie wir miteinander auskommen. Es geht nur mal ein Gericht, das entscheidet irgendwann und dann kommst du in den Knast oder mal zahlst was oder was auch immer. Und dann irgendwann müssen wir ja auch sagen, es geht weiter und dann gibt es ja auch eine Chance, zurück in die Gesellschaft zu kommen. Also wir sind ja nicht USA. Yo, Dings, Brot geklaut, 40 Jahre. Deswegen ist ja auch cool. Deswegen, bei Khatar ist das klar, er wurde bestraft, er ist abgesessen und dann ist auch gut, dann muss man am irgendeinem Punkt dann auch sagen können, gut, wir können den ja jetzt nicht sein Leben lang damit aufziehen, so, oder auch Sinan, wie gesagt, auch abgesessen, macht die Tat ja jetzt nicht cooler oder so, überhaupt nicht, aber das ist der Punkt. Also DFDJ, du hast recht, also der sagt, schau dir das Interview in Kosovo an, da wirst du aggressiv und so weiter. Wenn ich ihr Berater gewesen wäre oder ein Freund, ich hätte ihr auch wahrscheinlich gesagt, mach es nicht, mach jetzt kein Statement-Dings los. Ich denke, dass sie da unter hohem, großem Druck war. Ich hätte das nicht gemacht. Ich habe das mir angeguckt und wirklich, ehrlich gesagt, nichts verstanden. Ich habe teilweise das Gefühl gehabt, da werden verschiedene Sprachen gesprochen oder da werden Dinge angerissen, die ich überhaupt nicht verstanden habe, so fetzenmäßig, was? Wisst ihr, was ich meine? Didi schreibt, es geht um Reue und ihrerseits kam irgendwie keine Reue zur Tat. Ja, Reue ist sehr wichtig. Ich glaube aber, wirklich ohne mit ihr gesprochen zu haben, ich habe gar keinen Kontakt zu ihr. Also das ist einer der wenigen Menschen, wir haben keine Nummern voneinander, wir haben noch nie miteinander gesprochen. Dass ich mir das immer auf der Release-Party Hallo gesagt habe oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie sich auch nicht vielleicht äußern kann im Augenblick. Das ist halt schwer, genauso wie vielleicht Arafat im Moment keine Interviews geben kann oder will, weil alles im Moment ja für eine bestehende Gerichtsgeschichte dir ausgelegt werden kann. Also dir falsch ausgelegt werden kann, alles kann in deinem sozusagen gegen dich verwendet werden. Deswegen ist sie vielleicht vorsichtig. Das ist nur meine Einschätzung. Ja, jetzt kommt hier, was Esko sagt. Khatar hat keine Einzelperson abgezogen, kann man nicht vergleichen. Ja, das ist das Ding halt, ne? Da geht's halt um, ja, Identifikation. Also ich verstehe das. Also ich bin auch wie ihr, ich bin auch nur ein Mensch und ich kann mich damit viel besser identifizieren mit so einem Fall. Ich habe auch immer gesagt, diese Enkeltrick-Betrügereien, also das unterste Film für mich auch. Es ist auch natürlich ein Unterschied, bei Karstadt zu klauen, als bei Tante Emma-Laden am Kiosk oder was auch immer, weil natürlich irgendwie, also ich bin ja auch 100 Jahre als Graffiti-Sprüher unterwegs gewesen, es war immer, also ich kenne Leute, die in der Graffiti-Szene waren früher und deren Film war immer S-Bahn oder so, ICE oder so, alles geht, aber so ein Häuschen, so ein Einfamilienhaus so smashen, das geht halt irgendwie nicht. Das war aus meiner Zeit. Vielleicht sehen das die Leute anders. Ich weiß auch, es gibt auch Crews, die wollen nur einfach damagen und so, ist denen auch scheißegal alles, aber da gab's da irgendwie so ein Kodex. Ja, Musti schreibt, Bruce, bei aller Liebe, aber bitte sei objektiv. Ich finde ihr Verhalten einfach traurig und deswegen hasst sie jeder zurzeit gefühlt. Sie postet eben noch Chanel-Tüten. Was soll man denken? Also Bro, ich bin objektiv. Also wenn du den Chat hier, also wenn du mir folgst, ich versuche alle eure Sichten zu sehen und meinen Senf noch dazu zu geben. Bei ihr fällt mir das noch am leichtesten, objektiv zu sein. Muss ich ehrlich sagen, kann ich ja nicht immer, weil ich sie so gut wie gar nicht kenne. Ja, das ist mit dem Verhalten klar. Ganz ehrlich, da steckst du nicht drin. Jeder reagiert anders auf eine Drucksituation. Ich würde jetzt vielleicht nicht eine Channel-YouTube posten. The Drow schreibt, durfte Aria im Interview nicht das Thema ansprechen. Das ist ja eine viel, viel, viel gefragte Geschichte so. Viele kommen ja zu mir und sagen, ja, Ding hier, Bro, Aria hat Interview gemacht, warum haben wir das Thema nicht angesprochen? Es ist ja so. Ich gehe stark davon aus, dass das Thema nicht angesprochen werden durfte. Ist ja klar, ist ein Verfahren, was im Raum ist noch.
Also könnt ihr euch ja denken, ist ja klar. Duklet 1, genau darüber habe ich gesprochen. Ich hatte das auch gesehen. Julia und andere Journalisten oder Journalistinnen haben dazu sich geäußert. Du hast es ja richtig gesagt. Sie legt das so ein bisschen aus, als ob es halt. Also es geht darum, dass man eine Frau weniger Chance gibt in der Rap-Szene. Und wobei wir ja voll viele Männer kriminell sind, kriminell waren und auch, ihr wisst selber, also wir reden auch teilweise von hier, von Totschlag. Warum das nicht mit gleichem Maßstab ist. Ich glaube nicht, dass ein Frauending ist. Ich glaube es nicht. Also Sexismus im Hip-Hop brauchen wir nicht reden, ist ein Riesending. Ist ein Elefant im Raum, über den keiner reden will. Das ist ganz klare Sache. So. Dass Loredana viele ihren Hype nicht gönnen, weil sie auch eine Frau ist oder auch bei anderen, das ist keine Frage. Und Sexismus und dass Frauen nicht dieselben Rechte haben, ist in unserer Gesellschaft sowieso ein Elefant, Freunde. Das ist klar. Nur ich glaube, wirklich in diesem Fall geht es ehrlich gesagt um andere Faktoren. Ja, also Esko schreibt es auch. Juju zum Beispiel wird doch größtenteils akzeptiert oder empfinde ich das nur so? Nein, nein. Ich meine, jetzt müsste ich sie extra nochmal fragen, ob sie das Gefühl hatte, dass sie als Frau nochmal härter kämpfen musste. Ja. Wieken schreibt sie, meiner Meinung auch, wenn eine Shirin gehatet wird, weil sie sich so gibt, dann ist Frauenhate. Absolut, finde ich auch. Also ne, ich feiere die Null auch und es ist mir egal, aber ich würde jetzt Null würde ich die haten, weil die sexy Sachen anzieht, sich sexy präsentiert. Soll die machen, was sie will, was sie glücklich macht. Das ist voll nicht mein Film, so jemanden anzugreifen. Deswegen, das ist einfach Sexismus und das ist ja noch nicht Hip-Hop, Alter. Ja, Iso stimmt, Iso, Digga. Ich weiß nicht, sogar bei mir mit der Juju meinte auf jeden Fall, dass es als Frau schwerer ist. Das ist ja auch einer der Gründe, warum es so wenig Frauen gibt. Es ist ja nicht so, dass Frauen genetisch weniger gut rappen können oder so. Nee, es gibt weniger Frauen, weil Hip-Hop an sich schon ist ein hartes Pflaster sowieso. Ey, Dicker, selbst ich, Alter, man braucht eine dicke Haut. Ich werde beleidigt, gedisst, alles. Frauen, also ich spreche ja mit vielen Mädels aus der Szene und ich habe auch schon mal einen langen Talk mit Visa gehabt. Vis-à-vis, Alter, Leute, Alter, unter ihren Videos stand halt immer sowas, das gibt's halt bei mir nicht, bei Männern gibt's das halt nicht, diese ganze Sexkram, so, oh ja, ich würde die, oh geil, die sieht die geil aus, würdest du die ficken, geil und so, das ist halt alles schwer und auch ekelhaft. Rap zitieren schreibt, solange die Frau noch nicht verurteilt wurde, sollte man auch so neutral wie möglich sein. Das ist wichtig, deswegen sage ich auch immer, ey, pass auf. Es kann immer noch ein Faktor oder eine Sichtweise dazukommen, die die ganze Story ändert. Es ist immer wichtig, wie framet man die Sache. Ich habe nämlich gelesen, weil, also ich sage euch, was das Ding ist. Die sind ja nicht hingegangen auf die Straße und haben gesagt, yo, Frau Petra, hi, wie geht's? Gib mir 800.000 Euro jetzt sofort. Auf dieser Schweizer Zeitung stand drin, dass der Bruder von Loredana hat sich wohl über Dating-App Lavoo mit dieser Petra kennengelernt, haben eine Liebesaffäre angefangen. Also die ist ihrem Mann da fremdgegangen und so weiter. Und so weiter und so weiter. Was ich damit sagen will ist, ich weiß nicht, Alter, die Geschichte ist getting weirder. So, weißt du, was ich meine?